die Schweine und ruft die Helden dabei. Willkommen zu einer neuen Folge Heroes. So. Wir sind momentan der Fluch der Karibik und rapen Piraten. Ich glaube, ich gehe jetzt auf den Server. Könnte sich. Und Hauptsache, hier kommt erstmal eine Sternschnuppe runter. Wo denn? Ich bin nicht so schnell. Wartet auf mich. Das war wohl meine. So, Dom, du darfst nun rüberkommen zum nächsten Schiff. Oh fuck. Ich hab ihn mit dem Feuer jetzt bestimmt geheime Truhen freigelegt. Bestimmt. Weil die nicht mit abfackeln. Interessant. Kian, krieg ich mal den Legia-Bow? Den hab ich nicht, den hab ich da in der Crew gelassen. Den solltest du dir holen. Egal, wirst du noch einen kriegen. Interessant finde ich, entweder das Schiff fährt rückwärts oder es ist über diese Insel gefahren, ohne sie zu zerstören. Hä, es wurde da. Ey, guck mal, da ist sogar ein Turm. Ja, ich hab grad gesehen. Aber jetzt. Wo sind jetzt die ganzen geheimen. Fuck! Ja, mit abgefackelt. Flieh die Narren! Das Runen fackeln nicht ab. Boah, Andi, du brauchst, glaube ich, mal einen neuen Helm. Nee, ich brauch einen reparierten Helm. Ich brauch einen neuen. Du müsstest ihn nur reparieren. Ja. Das heißt, du musst eigentlich nur einen Enchanted Helm, aber gut, den findet man nicht einfach so. Ja, eben. Wollte gerade sagen. Nicht, dass man so jetzt so Everybody Darling-mäßig findet. Doch, warum zündest du das Schiff an, du Idiot? Nee, bist du blöd? Ja, doch nur von außen. Oh, ja, das brennt ja nicht ab. Doch gleich alles wieder, mach's aus. Bist du behindert, Alter? Mach's aus. Erstmal rapen. Bist heute nicht so helle, oder? Ja, was ist das Problem daran, wenn's brennt? Ja, weil. Ja, Alter, weil wir hier noch drin sind. Weil ich nicht feuerresistent bin, du Lappen? Weil keiner feuerresistent ist. Oh, du bist so dumm, Däum. So kenne ich das gar nicht. Bist nicht so Hammerbursche heute. Es war noch nie ein Hammerbursche. Hammer! Ich bin immer der Hammerbursche. Nee, du bist der Hammermongo, bist du. Doch. Ich bin Hammerbursche, Mann. Nein, du bist ein Hammermongo. Schreib bitte in die Kommentare, dass ich ein Hammerbursche bin. Nein, schreib mal in die Kommentare, dass er ein Hammermongo ist. Hammerbursche. Ich lösche das Schiff. Du löschst das Schiff? Ja. Ich mach's immer wieder aus, weil ich Feuer sehe, aber es bringt, glaube ich, schon nichts mehr, weil du doof bist. Däum ist ein Feuerteufel. Däum ist so ein dreckiger Brandstifter. Nein, ich würde niemals brennen. Kian, ich habe gerade gefühlt 20 von den Viechern mit Stäben gekillt. Ich bin voller Magic. Magic Andy. Magic Mike? Nein, Magic Andy. Wer ist denn Magic Mike eigentlich? Der Stripper. Oh, gut, zu wissen. Wer ist denn jetzt? Wo seid ihr eigentlich? Ich bin unten im Bauch gewesen. Lol. Oh, er hat einen Diamanten gedroppt. Ja, das Schiff brennt ja gar nicht. Ich habe auch die Feuerwehr gerufen, ne? Dann haben die Piraten das mit ihren Schläuchen gerettet. Das mit den Schläuchen. Wie einfach aber niemals so ein scheiß Revolver droppt, Andi. Wieso Revolver? Das ist kein Revolver. Entweder ist das Schiff rüstwärts gefahren. Ja, ich sagte es bereits. Kian, das ist kein Revolver, das ist eine Steinschlosspistole. Steinschlosspistole. Ja, was ist denn? So. Es gibt auch Ratschlosspistolen. Die sind präziser. Das war nicht so witzig, Kian. Der Name. Ja, Andi mit Fertig mal Halbwissen um sich wirft. Nein. Mit sicherem Wissen um sich wirft. Das ist sicheres Wissen, Kian, glaub mir. Mit irgendwas muss ich Andi auch auskennen, auch wenn das niemand interessiert. Doch, mich. Merkst du doch. Ja. Niemand. Alter, Däum, dein Feuer ist scheiße. Ohne Witz jetzt. Lass das. Ja, vor allem, es bringt einfach mal nichts. Es liegt verborgene Kisten frei. Deine Mutter liegt. Jetzt hilf mir mal gegen den Piraten-Captain, sonst sterbe ich. Lieber, du dummer Alter. Ich kann euch nicht. Wegen dir brenne ich! Ich kann euch nicht. Das ist doch ganz wenigstens auch mal so behindert zu sein. Ich kann euch nicht helfen. Dir ist auch nicht mehr zu helfen, du Stück Scheiße, Alter. Alter, ich hau den Captain jetzt in den Rift rein, das reicht mir. Er droppt einen Ninja-Dagger oder so. Nein, ah, du musst schon den richtigen wo reinhauen. Es wäre schön, wenn du dann nicht einen von uns da reinhaust. Ja, welcher ist denn jetzt der richtige? Also, der Kampf ist doch viel dramatischer, wenn ihr in einem Flammenmeer. Alter, mein Segel brennt. Hier, hinter dir! Wo soll ich hin? Ah! Porting like a motherfucker. Soll ich ihn wegporten? Nein, ist doch scheiße. Er ist weg. Ehrlich jetzt? Oh, du bist lame. Ey, wir können doch hinterhergehen. Nein, können wir nicht. Coole Idee, Bro. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Turm und Däumen kein Feuer. Wart ihr schon in der Kapitänskajüte? Die existiert nicht mehr dank dir, du Lappen. Ey, da ist sie doch. Ey, Windstorf Emerald, Big Pink Backpack. Wir haben das Köcher. Genau.
Oh scheiße, ich hab was versehen. Massicht hin und eine Fur-Close Leggings, Alter. Eine Fur-Close Leggings. Ganz viele Goldblöcke. Oh scheiße, ist. Andi, wolltest du noch ein Legiabo? Ja. Bring ich dann mit. Wie, das ist sehr nett von dir. Ey, auf der, hier in den Kisten sind noch Sachen, die euch interessieren könnten. Was denn? Warum holst du sie nicht raus? Weil mein Inventar voll ist und ich kein Backpack hab. Ja, Andi, du brennst. Ja, ach. Hey, Andi. Brennst, witzig, Ich trotzdem keinen Schaden irgendwie. Alter, meine Hose ist auch fast kaputt. Er ist einfach unter unserem Arsch anzündet, der Bastard, ne? Ja, das dreckige Stück. Wo bist du, Andi? Alter, ich verraff das nicht. Ich mach das doch nur, um verborgene Kisten freizulegen. Ja, aber du findest ja nicht mal welche. Hast du nicht selber festgestellt, dass das andere einfach restlos... Aber die Zuschauer haben immer gesagt, ihr habt doch voll viele Kisten vergessen. Alter, verborgene Kisten am Arsch. Da vorne jetzt komplett abgefackelt, frage ich mich. Wie kann man überhaupt so einen Köcher befüllen? Alter, wir brauchst doch, also, mach dir Infinity auf den Bogen und gut. Was haben wir im Köcher befüllen? Ey, da sind noch Goldblöcke, ganz viele und so. In den fliegenden Kisten. Da hab ich doch schon nichts rausgeholt, du Lappen. Echt? Ich krieg's doch gar nichts mehr. Stimmt, alles Wertvolle ist raus. Oh, ich hab ein Megabo. Also ich bin in den Turm. Ich hab jetzt auch meine komplette Rüstung wieder an, wenn der Helm kaputt geht, YOLO. Eigentlich nicht YOLO, aber... Boah, ich weiß noch, als wir eine Zeit lang da Krampfhaft mit Scheißzeug gesucht haben. Welchen? Ja, den Essenzen. Den Hexekill. Das war echt eklig. Sorry. Na, dauert ein bisschen, bis das da ist, was? Die Kiste ist schon leer, keine Angst. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Klar, ich stand's nur neben mir. Ja, aber ich war jetzt eben schon ein weiter unten. Da stand ich neben dir, während du die versucht hast, eine Kiste zu öffnen, habe ich gesehen. Hat er gesehen. Ah! Ich will auch was. Ah, ich bin runtergefallen. Aha. Nein! Nein! Weil der Helm hat noch 41 Haltbarkeit, aber ich muss den ausziehen. Habe ich da etwa geheime Strukturen entdeckt? Geheime Strukturen? Bist du Urlaub im Schiff, Alter? Nein. Achso, oder kann sein, dass du da wieder... Vielleicht bin ich hier underground. Ich so ein dickes Höhlensystem und so. Das ist mir ein bisschen... Vielleicht gibt's da verborgen. Kannst du nicht einfach mal mit uns mitkommen? Ich bin doch in eurem Scheißturm drin. Nein, ich doch. Noch Scheiße. Aber bau doch mal die Spawner ab, du Lappen. Ja, war doch gerade dabei! Wollt doch immer nur am Looten. Andi, erst bluten, dann looten. Okay, dann blutest du jetzt. Ah, ich bin nicht mehr feuerresistent, geh weg. Ah, ich hab auch einen Bogen, Bitch. Alter, du machst meine fucking Rüstung kaputt, lass doch endlich mal die Scheiße. Alter, chill, 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 ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich töte dich doch nicht mal. Ja, aber du machst meine Rüstung kaputt, das geht mir übelst auf den Zeiger. Oh Gottchen. Ja, du merkst doch selber, wie scheiße das ist, wenn die Rüstung kaputt ist, also hör auf mit der Kacke. Ja, aber ich zerstöre dich nicht so hart, wie die Zombies hier das tun. Jetzt können wir mal weitergehen. Dann warum schlägst du mich? Ein paar Spawner kaputt. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Wo seid ihr denn gerade so? Das ist ja Reise nach Rom, was die hier machen. Ja, lass mal vorne das hin. Ich hab drauf entdeckt. Und ein großes Schiff. Wo bist du denn, Kilian? Hier hinten. 2080. Hä? Ja? Und minus 6000. Alter, wo bist du hingeflogen? Ja, von dem Turm aus. Ich hab's gefunden. Alter, bis dein Kopf in deinen Rucksack plumpst, wo seid ihr denn? Ich hab's doch gesagt, 2000 und minus 6000. Also ich 6000. Bin da. Kian, lass mal das Schiff retten. Ich hab's. Bitch. Wie, too late, Bitch? Fällig. Achso. Minus 2000. Das große, du Lappen. Ja. 2000 minus 6000. Ah. 2175 minus 5069. Das ist großer. Ja, wieso sagst du 2000, wenn es 2100 ist? Ja, ich war eben auf dem Kleinen. Oh, ich assistiere euch hier oben mit Giftstäben und Bögen. Ja, vor allem, weil Däum die Performance hat, um irgendwas zu machen. Ja, dann assistiere ich dir gehen. Soll ich dir verborgene Truhen freilegen? Ja, nein. Mach mal. Bitte mach es. Ja, dann mache ich gar nichts. Auch gut. Eines Tages werdet ihr mir noch dankbar sein.
Zünd das Segel irgendwo einfach an. Mach einen Dot oben aufs Segel. Feuer breitet sich aber nach oben auf. Auf. Nein, es brennt nach unten ab, du Lappen. Ich glaube, bei Minecraft scheißt das Feuer einfach auf sowas. Scheiße, Physik, Alter, Digga. Oh, wer braucht schon Physik in der Schule, wenn man Hafti Babo heißt? Ich brauchte keine Physik. Herr Andi, dann geh doch mal nach Hause oder so. Geh nach Hause oder so. Oder wir können ja auch gleich mal den Rückweg antreten nach dem Schiff, hä? Wie wär's mal damit? Geht's schon? Naja, ich snipe hier gerade übrigens so viele Leute. Haben schon eine Menge und wenn wir ein Portal aufstellen, können wir ja auch jederzeit hier. Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, warum sollen wir überhaupt noch nach Farmen gehen? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Was denn? Ja. Ja, aber wir haben Spaß. Das Einzige, was wir brauchen, ist XP und deswegen können wir vielleicht noch weiter unterwegs sein. Bane of Pigs. Warum brauchen wir das? Einfach so, sollen wir es haben. Damit er ein bisschen Schiffe abfackeln kann. XP! Okay. Gegnerischer Piraten-Captain! Komm, dann lass uns ihn hier oben gemeinsam töten. Wo ist er hin? Hinter dir! Ist unsichtbar. Oh fuck! Vergiftet. Ich hab dich vergiftet, tut mir leid. Tut mir leid, das war aus Versehen, du Spaß! Alter, das ist überhaupt nicht, du vergiftest uns immer. Das war aus Versehen, du bist mir in die Schussbahn gelaufen. Andi, hattest du mich nicht gerade gefragt, warum wir noch, Wollen wir rennen! Der Bastard ist nach oben gekommen. Ja, rennen! Warum wir was? Warum wir farmen sollen? Ja. Zum Beispiel, um einen Revolver bekommen. Nein, dafür brauchen wir Magma. Slimeball. Zum Beispiel. Ja, wir brauchen Slimeball. Ja, das war's aber auch. Wir brauchen einen Slimeball dafür. Warum fahren wir, um einen Revolver zu bekommen? Nein, ich habe einen Revolver also, und einen Slimeball. Wirklich? Ja. Wir brauchen noch einen Slime. Wir brauchen. Nein. Ja, hab ich ihn oder hast du? Wir brauchen noch einen Slimeball, Kian. Ey, Kian, gib Andi nicht einen Slimeball. Hey, Kian, du kannst deinen Revolver behalten. Ich brauche nur einen Slimeball. Gefunden ist gefunden. Frage und ist, was baust du denn mit deinem. Die Hunters Handgun. Ja, und mit Ender. Ja, also kriegst du nicht den Slime. Hey, wieso? Ich hab 2 von 3 von den Teilen. Das bringt dir eh nichts. Santa's Handgun. Entweder haben wir die einmal oder keiner hat sie. Dann lieber keiner. Dann hat sie besser keiner. Das macht keinen Sinn. Wer kennt diese Philosophie? Junge, die one-shottet. Nein. Außerdem will ich die seit Anfang des Projekts haben. One-shottet die echt? Das kann das die one-shottet. Das mit Ender Ammo one-shottet die angeblich. Das hat ein Zuschauer beim Livestream geschrieben. Das ist aber das ist wieder so eine typische, wie wir benutzen. Auf jeden Fall ist sie nicht schlecht. Auf jeden Fall höre ich, dass irgendein Bastard das Schiff abfackelt. Das ist toll. Warst du schon in der Kapitänskajüte, Kian? Was meinst du, wo ich das Zeug gab? Ja, hast du einen blauen Slime oder einen grünen Slime? Blauen. Lass mal weiter die Piraten hier farmen. Ich mag die. Nein. Warum? Weil ich dafür bin, dass wir erstmal zurückgehen. Wir können ja ein Portal aufstellen, können wir hier irgendwann wieder hingehen. Ja, aber lass auf das Schiff hier eins aufstellen. Nein! Ich kann Däum abfackeln. Lass die Insel da nehmen, die ist prädestiniert für so ein Portal. Stimmt! Hauptsache Däum fackelt's nicht ab. Die Insel? Ja, ich flieg schon mal auf die Insel. Welche Insel meint ihr? Hier sind mehrere. Ja, die. Ja, die kleine hier. Dann mit dem Baum. Nutzen wir jetzt mal. Die ist echt prädestiniert. Das ist so eine typische Portalinsel, finde ich. Typische, ganz klassisch. Kian, magst du mir dann schon mal den Schleimball geben? Nein. Warum nicht? Lieber keiner als du. Warum nicht, Kian? Weil ich erstmal noch beschäftigt bin hier. Andi, das ist ein PvP-Projekt, da musst du damit rechnen, dass ich dir asozial gegenüber bin. Wir sind aber ein Team, du Lappen. Mein Riftblader. Ich dachte gerade, lol. Alter. Piss dich. Ich bin zu Hause. Ich auch. Ey, jetzt habt ihr gar nicht mein Haus gewürdigt. Lol. Bin auch zu Hause. Wie benutze ich jetzt den Revolver? Du brauchst Munition dafür. Naja, hier. Wo willst du deinen Slimeball hin haben? Ich tu ihn in die wertvolle Kiste. Tu ihn in mich. Tu ihn in die wertvolle Kiste. Wo ist denn die wertvolle Kiste? Hier. Ja, oben. Immer noch. Gönn ich mir den gleich. Mein Schatz. Es ist nicht dein Schatz. Doch, jetzt schon. Boah, und schon wieder hat ein Lappen sortiert. Besser gesagt, nicht sortiert. Ich weiß nicht, irgendwelche Sachen hier einfach wieder reingespammt. Es geht auf die Kappe von Andi. Nein, warum sollte es? Warum nicht? Das ist ja eine Frage. Ja, wir haben Night Vision Potion gekriegt.
Alter, wir brauchen dringend mal... Internet. Was? Internet. Die Welt braucht Internet. Kannst du dich da nicht nochmal gegen beschweren, Däum? Hä, ist doch alles fit, Mann. Ja. Aber ja, gerade nichts fit. Ich klicke auf die Truhe, sie ist instant off. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ja, kurzzeitig. Wieso kurzzeitig? Ja, ich meine aktuell. Die letzten paar Schiffe konnte ich sogar in Echtzeit abfackeln. Hm. Premium. 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 Vorher war es ein rundenspasierendes Game. Game. Die meisten rundenbasierten Spiele machen keinen Spaß. Was? Laberst du? Ja, viele. Ja, viele. Welche sind denn rundenbasiert, die du kennst? Ja, welche sind denn rundenbasiert, die du kennst? Hallo. COD. Was? Zauen sie aber auf die Kacke. Ist auch nur Dr. Kev da. Dr. Kev. Oh, ich weiß nicht, ob er das schon mal gehört hat. Lang lebe Stadt Blau. Schreib mal, lang lebe die Ampelfraktion. Hä? Hey, blau? Gelb? Ach ja. Okay. Läuft bei dir. Copycats? So, was sind Copycats? Der. Bist du jetzt hasse wieder der sortieren. Kev-Grund. Also, das muss sein, das Beste, das mit Abstand Beste am Tekkit Modpack ist das automatische Lagersystem. Echt so. Das ist einfach ein Grund, sich bei Hexen zu erhängen. Nein, sich bei Hexen einfach noch Industrial Craft, wozu auch immer das gehört, reinzumachen. Und dieses Lager. Lass uns so eine dicke Maschine bauen. Premium. Oh, ich weiß noch, bei Tekkit. Mein AKW, das hatte schon. Also wären wir im Megaprojekt gewesen, wir hätten schon einige Leute wegpenetriert. Aber nicht Spark, den hätte niemand penetrieren können. Ja, aber er hat ja auch doppelt so oft wie wir gespielt, oder? Ja. Ey, überleg mal, guck mal, wie viele. Wir sind jetzt bei Folge 96. So, jede Folge, die Folgen gehen im Schnitt 18 Minuten. Das heißt, wir haben einfach mal schon 28 Stunden allein in den Folgen. Das heißt, wie viele Livestreams hatten wir schon? Das heißt, wir sind jetzt schon so seit 36 Stunden oder so bauen wir auf dieser Map rum. Nein. Könnte ich das vorstellen? Hm. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich diesen Server zum ersten Mal mit meinem güldenen Antlitz erfüllt. Junge, nur noch ein Slimeball, dann haben wir die Handgun. Richtig, dann haben wir die Handgun. So, jetzt gehe ich erstmal den Revolver auf Soul Tethern. Auf Soul Tethern. Geht das? Ach, scheiße, ich gehe immer noch in den Garten, um zum Enchanting Table zu kommen. Kenn ich. tief verwurzeltes Dings. Bam. Dings. Bam. Macht es dir gerade mal. Ihr könntet übrigens nochmal eure Electric Stuffs enchanten, das kostet ja nichts. Stimmt, ist ja for free. Ich meine, das ist eh fast kaputt. Klamotten reparieren. Oh yeah, du sagst es, Bitch. Was mal einfach richtig teuer war. Bei mir. Ich hab jetzt keine Level mehr. Läuft bei mir. Nee, eigentlich nicht. Ey, Mann, man kann eigentlich. Also, außer man sitzt an der PC-Farm. EP-Farm. Dann kann man gar nicht mehr enchanten, weil man alle. Ja, weil man immer mit Reparieren beschäftigt ist. Genau. Außer man hat eben so eine Farm. So, das muss ich jetzt auch mal reparieren. Neuen Stuff, der übrigens schon fast kaputt ist. Ich habe übrigens 5 Bombs. 5 was? Bombs? Bombs? Drop mal. Meinst du? Soll ich mal experimentieren? Ja, aber außerhalb unserer Stadt verstehen. Oh, Andi, wieso droppst du einfach Items hier unten? Das ist scheiße. Tue ich doch Andi, nicht. Lass doch die Scheiße, du Lappen. Ist einfach richtig low. Andi ändert sich nie. Immer das ist einfach immer der gleiche Spaß. Was? Wenn du was droppst, dann drop es den Base den Brunnen. Im Brunnen, wie ich es jetzt mache. Ich hab dir nur ein Brot gedroppt. Alter, hast du mich gerade angeschossen? Ich hatte gerade keine Rüstung an, das weißt du. Wäre witzig gewesen. Bist du behindert?
Hä, wer denn? Du! Hä, wie viel Damage macht denn so ein Pfeil? Alter, ich hatte nur noch die Hälfte meiner Herzen! Ja. Das war nicht witzig! Da sind wir uns einig. Das Thema, Däum, komm mal bitte. Wo bist du? Gehen. Da. Gönn sie dir! Ja! Los, werf auf mich, diesmal lasse ich mich auch treffen. Fang die Bombe! Whee! Wenn du jetzt stirbst, ne? Ordentlich in die Luft gespritzt hat der Junge. Und dann beenden wir auch schon wieder die Folge. Nee, noch nicht. Ich muss das noch fertig. Boah, jetzt regnet es. Okay, wir beenden noch nicht die Folge. Ich muss das noch fertig abholen. Andi, tun wir. Du gehst jetzt vom Server. Nein. Doch. Erst wenn alles hier wieder schön verzaubert ist. Disconnect! Andi, time is over. Time is over. Your mother is over. Nö, beende ich die Folge. So, also. Also, möchtest du was sagen, Kian? Nein. Gut, also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal.